Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir haben in der letzten Folge diese tolle Herausforderung gemeistert. Und was haben wir hier? Aufgabe Verstärkung des Signals. Achso, da komme ich ja schon gar nicht mehr hin. Ich persönlich, ja, also nur ich persönlich, vermute, ich brauche ein Forschungsterminal. Wo habe ich denn so ein... Tja, das Problem, oder was heißt Problem, ist es jetzt nicht... Die sind weiß, ich weiß nicht. Kriegst du die auch in Blau? Weil das ist ja auch blau, ne? Bestimmt. Naja. Ich gehe mal hier hin. Zack. Jupp. Mal eine Schnellreise zur Tempest. Gehen auch in die Tempest und dann werden wir mal ganz kurz auf den Forschungsbaum zugreifen. Ich glaube allerdings, ich werde da noch nicht sehr viel machen können für den Nomad. Leider. Dann werden wir diesen Planeten erst einmal verlassen. Jo. Denn ich würde gerne mal versuchen, jetzt ein anderes System einfach mal zu scannen. Und einfach mal gucken, was man da machen kann und so, ne? Muss man halt mal auch schauen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Danke. Tür? So, die sind aber auch immer woanders, ne? Forschungszentrum. Zack, forschen. Nee, forschen gar nicht. Entwickeln. Kann ich irgendwas schon für den Nomad machen? Ne. Defensiv. Notfall-Schildentladung. Upgrade für... Nee, geht gar nichts dafür. Fuck. Na gut. Dann halt nicht. Dieser verdammte Hochglanz. Dann geh ich halt wieder, ne? Ich kann versuchen, so. Für sie mit ihm zu reden. Das ist nett, Suvi, aber ich bezweifle, dass es etwas hätte es dann auch. So. Dann bin ich erstmal in dem System. Was? Hä? Okay. Dann gibt's ja noch eine Anomalie. Ich meine, warum nicht? Hä? Verstärkung des... Hä? Ne, ich will... Warum gibt's denn hier eine Anomalie? Das kann, achso, warte mal. Aha. Anomalie geortet. Da ist eine Anomalie. Ich verstehe es gar nicht. Oh, Cat-Orbitalspeicher. Hier haben wir auch noch... Aha. Guck mal. Das ist ja höchst interessant. Was ist das? Absolut keine Ahnung, aber es ist interessant. Dann gehen wir halt mal dahin. Und gucken mal, was dieser Orbitalspeicher ist. Hui. Aha. Unsere turianische Freundin auf Eos hat gute Instinkte. Sehen wir uns das mal an. Ach so, stimmt, das hat er mir ja sogar gesagt. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist, aber hey. Ist egal. Interessant. Dann holen wir uns das halt auch. Ist ja kein Problem, ist ja nicht so weit weg. Ist ja quasi nur ein Katzensprung. Und dann fliegen wir mal ins nächste System. Und schauen mal, was wir da machen können. Oder halt auch nicht. So, die Dinge, die werde ich schmerzen. Die sieht man aber nicht gut. Mögliche Cat-Vorräte. Genau wie Darkett es vermutet hatte. So, guck mal, Lebensfähigkeit. 29 Andromeda Lebensfähigkeitspunkte. Ich weiß nicht genau, ob mir das jetzt was bringt. Ich weiß nämlich nicht, Gut. Brauche ich ja nicht aktivieren. Damit habe ich das hier abgeschlossen. Nice. Dann kann ich das hier erstmal beenden. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Habe ich jetzt einen neuen Punkt? Nee, ne? Oder warte mal, kann ich das nicht hier sogar nachgucken? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Oh. 23. Alter.
What? Pathfinder-Helm sieht, Pathfinder-Helm sieht scheiße aus. Oh, na gut. Vor allem, ich finde den Brustpanzer vom Pathfinder echt... Okay, der sieht geil aus. Okay, den muss ich den muss ich bauen. Hier gibt es noch ein Pathfinder. Hm. Sieht der besser aus? Ja doch, der sieht schon besser aus, ne? Ha. Aha. Okay. Forschung. Alles klar, ich muss zur Forschungsstation. Ich muss mir eine N7-Rüstung basteln. Er ist zwar kein N7-Soldat, aber hey, das weiß hier keiner. Von daher ist das schon ganz gut. Forschung. Wie macht man das nochmal hier so panzerungmäßig, ne? Genau. Ba, 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 ba. N7, N7. Ich will N7 haben, yay. Forschen. Kann ich das nicht umbenennen? Ist ja doof. Ach nee, das geht ja später, ne? So, das habe ich erforscht. Jetzt kommt natürlich der Armschutz 2. Moment. Hä? Kann ich den auch schon machen? Ach so. Aber den kann ich schon machen. Da forsche ich direkt, natürlich. Hätte ich ja den 1 gar nicht machen. Naja, egal. So. Ach so, ah, doch, nö, das baut alles aufeinander, ach man, das baut aufeinander auf, das ist ja doof. Kann ich ja wahrscheinlich gar nicht alles machen, ne? Na, außer das ist nicht so teuer. Schauen wir mal. Dann weiß ich ja, was für eine Rüstung ich tragen werde. Denn N7 ist halt N7. Scheiße. Ich kann mir den Beinschutz nicht machen, fuck. Na gut. Ja, es steht auf meinem Plan. Steht auf meinem Plan. Das werde ich als nächstes dann irgendwie weitermachen. Entwickeln. Kann ich das überhaupt entwickeln? Das ist hier die Frage. Weil noch habe ich es ja nur, ne? Hier, weiß er. Nein! Ich habe nicht genug Ressourcen. Das ist ärgerlich. Aber wo ist denn... Ich hatte noch was N7-mäßiges. Wo ist denn das hin? Achso, das ist ja hier alles einzeln. Ich kann nichts davon bauen. Ist das denn ernst? Ich brauche mehr von diesem Zeug. Alles klar. Verlassen wir das. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Wir gehen mal kurz zu den Einsatzteams, da kann ich nämlich, glaube ich, auch ein paar Sachen neu machen. So, wenn mal, was ist abgeschlossen? Was ist abgeschlossen? Ja, dann Nachbesprechung. Wahrscheinlich nicht. Doch, die ist sogar erfolgreich gewesen. Nice. Die läuft noch eine Stunde. Okay, dann werden wir mal wieder die Kisten öffnen, die wir haben. Das dauert ja immer ganz kurz. Helios Fonds. Milchstraße, wie viel? 30. Oh, das reicht natürlich nicht. Kroganischer Hammer. Ein Nahkampf. Das könnte ich natürlich unserem guten Freund zukommen lassen. Kann man die eigentlich auch ausrüsten? So? Achso, stimmt. Ja, dann kann ich es ja gleich hier auch wieder schicken. Weg. Also, tschüss. Mal gucken, Apex-Mission, Einsatzteam schicken, 55%, das schaffen die, ich glaube an sie. So, tschüss. Oh, war das Gold? Nein, doch. Nee, war Silber, ne? Ja. Okay, ich kann mir auch ein neues Team rekrutieren, das werde ich mal machen. Team rekrutieren. Whisky, alles klar. Alles klar. Beenden. Nein, nicht beenden, verdammt, jetzt kann ich ja noch ein Team wegschicken. Oh, immer dieser Stress, ne? Habe ich keine... Oh Gott, ich habe keine Bronze-Sachen mehr. Na, das werden die wohl nicht schaffen. Ich habe keine Bronze-Mission mehr. Ach nee, das ist ja doof. Egal, die kriegen ja trotzdem Erfahrung. Von daher... Haut rein, meine Freunde. So, was wollte ich denn jetzt noch gucken? Was war da drüben? Ach genau, ich wollte den ALP-Status mal... checken. Nee.
238 fehlen mir noch, okay. Okay. Ich leider nix. Oder doch? Hä? Erhalten Sie regelmäßig Forschungspunkte? Das ist gut, das sind... Oder? Doch, warte mal. Hä? Nee. Ach so, ich habe mir jetzt die eingesammelt. Ach so, ich verstehe. Okay. Gut. Uran haben die mir. Oh, Beryllium, Uran, das ist natürlich schön. Gut, dann geht's also weiter zum nächsten Sonnen- und Sternensystem und so weiter. Zack. Und zack. So, wir gehen nach Eriksson. Da fliegen wir jetzt einfach hin. Weil da wird auch irgendwas Tolles auf mich warten. Vielleicht gibt es da auch einen Planeten, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ach scheiße, ich sollte ja auch zu... Oh, ich muss... Das rüttelt wirklich jeden wach. Ich soll ja auch nochmal zum Nexus zurück. Anomalie auf den Sensoren. Okay. Wo ist diese Anomalie, von der du sprichst? Anscheinend hier. Erhalte Scandaten. Shuttle entdeckt. Ein Frack. Es treibt dahin. Katastrophale elektrische Schäden. Es treibt dahin. Wohin? Das musst du mir sagen, Mädchen. Oh, das ist aber mitten in der Geißel drin, aber wir können einfach reinfliegen, ist kein Problem. Das sieht ja cool aus. Das ist das Forschungsschiff, über das Dr. Aridana uns informiert hat. Keine Lebenszeichen im Inneren. Das will sie mit Sicherheit erfahren. Okay. Das sieht schon cool aus, ne? Also man muss ja schon sagen, optisch gesehen, top. Schon sehr nice. Ach so, das waren die... Aha. Gut, dann werden wir hier mal ganz klassisch vorgehen. Und werden uns jeden Planeten einfach mal kurz vorknöpfen. Und dann werde ich in der nächsten Folge nochmal zurück zur Nexus gehen, weil da haben wir ja wieder ein paar Sachen, die wir besprechen können und müssen und sollen und so weiter und so fort. Aus diesem Grund, ne, ist das wichtig. Ach, das ist nur der Mond von dem Planeten, okay. Oder? Hm. Ja. Ja, mir spät 20%, zack, raus. Das bringt aber, glaube ich, nichts, das Erforschen nur von den Planeten, ne? Lol, sie sind hier. Ich dachte gerade, weil ich ja dann nochmal nach Eos gegangen bin, sie sind hier, ist dann die Quest, aber da ist nur die Markierung, da bin ich. Aha. So, auf zum nächsten Planeten. Und den mal scannen. Ist das Eis oder Wasser? Da ist auch Wasser drauf, ne? Anomalie geortet. Anomalie! Nee, falsche Richtung. Da. Sonde unterwegs. Nur schon mal 30%. Na dann. Aluminium, da können wir uns jetzt alle Aluhüte bauen, Kinder. Alle können wir uns Aluhüte bauen. Richtig geil. Da können die unsere Gedanken nicht mehr lesen. Weiß er Bescheid. Ja gut, das geht ja schnell mit dem Scan. Aber es ist optisch halt echt cool gestaltet, auch wenn es, wie gesagt, irgendwie ein bisschen nervt, dass man das hier nicht überspringen kann. Aber egal. Ich finde es irgendwie bisher immer noch cool, dieses Fliegen und so. Ich mag sowas. Oh, das sieht ja geil aus. Anomalie auf den Sensoren. Yay, Anomalie geortet. Woo. Wo ist sie? Da. Schicke Sonde aus. Auch wieder ein Vorkommen. Ein Krater. Der Krater gibt mir... Okay, ich meine, hey. Der gibt mir einfach so 270 Punkte. Erfahrungspunkte, da bin ich doch dabei.
Warum nicht? Aber wie komme ich hier auf 100%? Gar nicht. Ich bin bei 60. Ah, Habitat 7. Das kennen wir natürlich. Ist ein bisschen inkonsequent. Ich meine, Habitat 7, da waren wir. Da haben wir schon das ein oder andere gemacht. Dass wir da dann nichts für bekommen hatten. Aber ich will ja jetzt auch nicht nochmal drauf landen. Ich empfange etwas. Okay. Was empfangst du denn? Da? Sonde gestartet. Satellit piu, piu. Entdeckt. Oh, ich bin bei 100%. Cool. Und Milchstraße-Forschungsdaten. Ich muss ja auch gestehen, ich weiß noch nicht so hundertprozentig genau, was ich mit diesen ganzen Forschungsdaten anstellen kann. Aber ich bin bei Ericsson auf 100%. Und das ist doch schon mal schön. Ich muss mir auf jeden Fall merken, EOS ist noch nicht beendet. So, Pfeiffer, da sollen wir auch hin. Shanghai, da ist die Nexus. Hier sollen wir auch hinfliegen. Alter, wenn das alles... Ich glaube, all diese Punkte, das sind alles Galaxien, da kann man hinfliegen. Aber man hat nicht überall Planeten. Hier dürfte es einen Planet geben, hier dürfte es einen Planeten geben. Wir fliegen aber erstmal wieder hier rein. Weil ich habe das System noch gar nicht richtig gescannt und so kann das sein. Das ist aber nicht so gut. Ne? Möchte ich mal meinen. So. Das heißt, hier werden wir jetzt auch erstmal hart abscannen. Was ist das? Gongzhen. Gongzhen. Wir fliegen erstmal nach Gongzhen. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Planet, auf dem ich landen kann, weil dann werde ich das nicht tun, weil dafür ist die Zeit zu knapp. Und ich wollte eigentlich... Also theoretisch ist der Plan jetzt erstmal nächste Folge nochmal zur Nexus. Mit den Leuten reden, mit denen ich reden muss. Und dann geht es wieder ab ins galaktische Gedöns. So, 50%. Yay. Das ist im Grunde genauso wie beim... War das beim ersten? Nee, das war bei allen Teilen mehr oder weniger. Wenn du irgendein System hast und du konntest, hast nicht alle Prozente, musstest du einfach nur den Planet einmal kurz scannen, bumm, dann ist das ja, ist ja auch hochgezählt. Ist im Grunde hier genau dasselbe Prinzip. Finde ich auch nicht schlimm, das bedeutet aber, ich muss natürlich einmal überall hin. Hier gibt es eine Anomalie, habe ich schon gesehen. Oh, die Bilder sind manchmal so hübsch, ne? Ja, ich weiß, da. Bedeutet für mich, ich muss natürlich überall reinfliegen und alles auf 100% kriegen. Geht leider nicht anders. Das ist aber... Das ist ja mal ein fancy Schiff, ne? Aha, aha. Ich weiß doch gar nicht, was ich damit alles machen kann. Aber ist egal, ich hab's. Und das ist die Hauptsache. So, da hinten ist ja die Nexus. Da war ich schon, ne? Ja. Gut, dann fliegen wir erstmal dahin nach Feixin. Ich würde echt gern wissen, ob das da im Hintergrund ein schwarzes Loch ist. Ja, ne? Das jetzt links, das ist ein schwarzes Loch, ne? Sieht ein bisschen danach aus, wegen der Lichtbrechung. Aber es könnte halt auch ein Planet sein. Naja. Ich empfange etwas. Okay. Dann schauen wir mal nach. Vielleicht eine neue Radiosendung. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Vulkan. Okay, er gibt mir Erfahrungspunkte. Finde ich auch nett. So, jetzt haben wir noch einen Planeten. Mahuan. Und dann geht es nochmal auf zur Nexus. Machst du halt nichts, muss sein, ne? Dann dürften wir aber hier bei 100% sein. Oh, der Mond ist aber nah dran. 100%! Mond!
So, ich bin bei 100% in diesem System. Ich habe drei Systeme schon auf 100%. Das ist schon ziemlich krass. Es bringt mir zwar absolut gar nichts, aber ich habe es trotzdem. In der nächsten Folge fliegen wir dann nochmal zur Nexus und werden dort nochmal mit den Leuten reden, mit denen ich reden muss. Und dann geht es wieder raus ins All. Wir haben ja jetzt noch zwei Systeme momentan mehr oder weniger aktiviert, auf die wir fliegen können. Nach EOS muss ich definitiv irgendwann nochmal fliegen, weil da habe ich noch nicht alles machen können, was mich ein bisschen nervt, dass das nicht geht. Und ich dachte, vielleicht muss man den Nomad verbessern, aber das geht ja auch nicht. Momentan, vielleicht später. Naja, irgendwie wird das schon gehen, hoffe ich. Und ich muss noch was anderes gucken. Ich konnte nämlich, und das muss ich jetzt eben machen, oh guck mal, das sieht schon cool aus, da ist eine Kugel, das ist wie eine Disco-Kugel, die vor mir fliegt. Ich muss nochmal was anderes kurz gucken, das mache ich jetzt nochmal schnell. Forschungsterminal. Forschen. Panzerung. Beinschutz. Kann ich zwar alles nicht bauen, aber das ist mir egal, ich will sie schon mal geforscht haben. Das ist die einzige Rüstung, die ich brauche, N7-Rüstung, FTW, sage ich mal, ne? Obwohl du hier auch bestimmt coole Sachen bei hast. Das wird auch noch interessant. Es gibt ja verschiedene Waffentypen und so. Mal gucken. Ach, guck mal, Reliktsachen. Ja, wobei, die sehen auch nicht so... Das sieht irgendwie strange aus. Cool? Strange, aber cool irgendwie. Naja, ich lasse mich mal überraschen, was da noch so kommt. Ich will jetzt noch einmal ganz kurz auf die Entwicklung gucken. Ich kann aber, glaube ich, gar nichts davon herstellen, was mich doch ein bisschen traurig macht. Aber da machst du halt nichts. Tja, da fehlt mir noch ganz viel zu... Und alles andere. Was fehlt mir denn da? Nee, doch. Kupfer. Boah. Iridium, Platin. Platin habe ich noch gar nicht. Mir fehlt sehr viel. Ich brauche mehr von dem Scheiß. Naja, gut. Dann bin ich jetzt am Ende der Folge angelangt. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mir die N7-Rüstung nicht machen kann. Das ist jetzt mein Lifetime-Ziel in diesem Spiel. Ich bedanke mich bei euch. Und in der nächsten Folge geht es dann nochmal zur Nexus. Und bis dahin... Haut rein!